Münsters wohl bekannteste Werbeträger sind zurück. Genauer gesagt, am 8. November 2015 rücken sie um 20.15 Uhr in der ARD die westfälische Metropole wieder in den Fokus eines Millionenpublikums. Dann nämlich wird mit Schwanensee die mittlerweile 28. Folge des Münsteraner Tatorts mit dem kongenialen Ermittlerduo Börn und Thiel ausgestrahlt. 10 Tage bevor der Film im TV gesendet wird, gab es vor 2000 Zuschauern und zahlreichen Medienvertretern die Premiere im Cineplex in Münster. Dabei gaben sich die Mitglieder des Produktionsteams und zahlreiche Darsteller ein Stelldichein. Allen voran Axel Prahl, Mechtel Großmann und Christine Ursprung. Ich fand den Film gut, ich fand vor allen Dingen die Bilder auch gut. Also wirklich, also ich muss nochmal, der Kameramann ist ja leider nicht hier, aber ich finde, dem gebührt wirklich auch ein ganz, ganz gutes. Ich fand das einen schönen Film, ich habe den auch erst eben gesehen. Mehr zum neuen Tatort und zu Münster unter www.mortimer-reisemagazin.de.